Hey, Hobix, sind mit einer neuen Pokémon Omega Rubin Folge für euch. Und ja, ich habe nicht weitergespielt hier, ich hatte nicht Zeit, habe ich vergessen, sorry. Und wir werden heute jetzt weiterfahren und in die Safari-Zone gehen. Aber erst kämpfen wir mal gegen diese beiden reizenden Zwillinge hier. Und zwar sind das Senior Eva und Ute. Sogar witzig. Ich finde es sehr witzig, weil ich kenne eine Ute und eine Eva. Die nur in dem Fall sind die beide umgekehrt. Also witzig. Deswegen kämpfe ich gegen die beiden so gerne. Und dann schauen wir mal. Auf jeden Fall, wir werden jetzt mal mit Wablu und Galaglade hier antreten. Die sind ja gar nicht gut von den KP her. Ist mir gerade aufgefallen. Watteschild Wablu und Nahkampf auf Letra King. Letra King schneller. Oh. Well, das war doof. Sage ich mal jetzt so. Und Pablo geht sich auch gleich drauf. Ja, Tumbleton, sehr sicher. Na, wenigstens verwirrst du alle am Feld und nicht nur mich. Das ist dann aber okay. Wen holen wir rein? Ja, Noctusca, oder? Wird doch perfekt passen in diesem Fall. Wablu kann weiter Watteschild machen. Und hier kommt ein Fußkick. Oh, nicht schlagen. Selbst brav, Wablu. Watteschild. Erstmal die Defensive erhöhen. Hypnose. Danke. Das ist okay. Das ist okay. Das ist sehr okay. Das ist mir lieber als... Mehr sage ich da jetzt nicht dazu. Aber erst möchte ich mit Wablu mich selbst heilen. Ich glaube an Wablu, dass es das erledigen kann hier. Und Noctusca würde ich sagen, erstmal Schutzstacheln. Einfach weil... Keine Ahnung, warum ich das jetzt so kompliziert angehe, aber ich würde sagen, einfach weil mal ein bisschen Damage hier abbekommen. Gegen Letra King möchte ich nicht ungefähr einen Schlag einstecken hier. Oh, Target Deep. Ja, ne? Ist so eine Sache. Wablu ist das natürlich. Na gut, das war ein scheiß Zug. Kann man ganz ehrlich so sagen, wie es ist. Und ich werde hier erstmal einen Gegenstoß rausholen, denn ich bin sicher, dass ich irgendwie einen Schlag abbekomme. Taumeltanz. Oh Gott. Wablu war. Ah, Wablu sag ich schon. Pandir, warum? Warum? Sind wir jetzt auch noch schneller, oder wie? Und ciao, Pandir. Und Level 35 für Wablu. Und wir wissen, was das heißt. Meine Nase juckt schon wieder. Bin ich auf einmal allergisch gegen Aufnahme geworden? Ich weiß es nicht. Boah, meine Güte, hä? Die ganze Zeit am Husten hier. Sorry. Keine Ahnung. So, Wablu ist, wie gesagt, erstmal am Schlafen noch. Und da Letra King jetzt irgendwas machen kann, erstmal Schutzstacheln, oder? Ja. Flinkklaue. Nicht mehr verwirrt, sehr schön. Zermürben. Auch sehr schön. Gibt wenigstens ein bisschen Damage ab und Wablu ist aufgewacht und verletzt sich wahrscheinlich selbst. Ja. Wow, zwei nur. Okay, dann merkt man mal, was Watteschild schon ausmachen kann hier. So, aber jetzt sollten wir ordentlich Damage abbekommen, diesen Zug. Wenn nicht schlecht, weil ich habe nichts sehr Effektives gegen Letra King sonst. Weil wir ja gerade leicht fertig hier aufgegeben haben. Ah, es macht zumindest ein bisschen was. Und nochmal... Fußkick. Ja, komm. Ich glaube, das reicht sogar, oder? Alter Falter. Trotz den ganzen Boosts. Verdammt. Und jetzt habe ich das Problem. Wablu ist K.O. Und es kann sich nicht entwickeln. Dann muss ich halt noch ein Level warten. Und das ist zum Kotzen. Oh.
Das geht jetzt auch schon, wenn es Co. ist, dass es sich entwickelt. Ja gut, das wusste ich nicht, weil früher war das nicht so. Ich weiß nicht mal, ob das in XY schon so war. Also, cool. Ist ja besser so. Altaria. Dede. Wablo wohl zu Altaria. Sehr schön. Das heißt, wir haben bald ein Mega-Altaria. Feuer-Odem. Bitte. Ja. So, was soll ich hier verlieren? Dann ist die größere Frage. Flugtyp verlierst du sowieso. Das heißt, ich verliere mal Aeroas, obwohl das sehr gute Dienste geleistet hat. Und Stahlflügel für Coverage. Im Moment noch. Ich meine, ich habe ja Ruheort auch. Ja, ich weiß nicht, Ruheort bei einem Playthrough? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob das so genial ist oder nicht. Aber Urte und Eva haben wir mal besiegt hier. Finde ich cool. Und hier ist die Safari-Zone. Schau, schau. Das ist die erste. Das habe ich nicht gesehen. Und jetzt habe ich wieder das gemacht, ne? Ich merke mir das nicht. Ich hätte es vielleicht auf 3 lassen sollen, aber ich werde es mir so einbringen müssen. Ich werde mal die Pokémon, die K.O. gegangen sind, erstmal hier reinboxen. Okay, ich weiß, dass Voltenso nicht ist. Und dann kurz mal. Ich weiß nicht, ob man das machen muss. Oder nicht. Ganz mal kurz rausgehen. Ich weiß es nicht mehr. Ob es nur reinlegen war, weiß ich auch nicht mehr. Aber Pokémon mitnehmen in dem Fall reicht. Ja, gut. Mitnehmen. Mitnehmen. Mitnehmen und mitnehmen. Sehr schön. Die Frage ist, ob wir da drin zu Schneider brauchen. Das heißt, ich werde erstmal quasi. Soll ich Noctuska da lassen? Oder erstmal. Ne, ich lasse erstmal Altaria da. In der Zone brauchen wir nicht kämpfen und nehmen mal Bummels mit. Einfach nur für Sicherheit. Genau, das war ja noch. Numerisch und Stärke einsetzen. Hat Bummels bereits, okay. Gut. Dann müssen wir nur noch mal die Pokémon hier einrichten, so wie sie gehören. Schön nach Level. Bam, bam, bam. Und das und das und das. So. Passt. Da unten kommt ja das Altaria rein. Salah. Traumfresser gibt's uns. Sehr schön, danke. Wir haben zwar gerade unsere TMs gerichtet, aber Traumfresser habe ich auch nicht. Habe ich auch nicht. Ist auch gut für manche Sets, aber. Naja, Doppelbattle wohl eher, ne? Was sagst du zu uns? Möchtest du zu fahren? Solltest du ein Kunstrad oder ein Island mitnehmen? Es lohnt sich. Okay, das heißt, wir müssen öfters mal hier rein. Der kostet gar nichts mehr. Okay. Safari-Zone ohne Safari-Bälle. Okay. Habe ich viele Pokébälle dabei? Naja. Okay. Gänsehaut. Das ist die Safari-Zone, die erkenne ich doch wieder vom Trailer mit dem Pikachu-Schweif. Das heißt, wir bekommen hier Pikachus später mal oder jetzt, mal schauen. Ich habe echt gerade ein bisschen Gänsehaut bekommen, als ich das gesehen habe. Die Safari-Zone. Weil die Safari-Zone wusste ich nicht, wie die ausschaut. Ganz und gar nicht. Die habe ich mir noch nicht spoilern lassen. Und genau hier in dieser Wiese hat man im Trailer das Pikachu gesehen. Mit dem Schweif. Wo man sich halt gedacht hat, what the fuck hat das jetzt? Ist das? Aber naja. Aber naja. Erstmal flüchten. Okay. Hier kann ich nicht hoch, weil ich kein Eilrad habe. Dafür habe ich ein Kunstrad. Naja. Und hier kommen ganz viele Duflos die ganze Zeit. Ja, ich komme heute wieder mit dem Sekrosubsid. Ich riech's ja schon förmlich. Denn Safari-Zone, der wird sicher brauchen, bis ich die erkundet habe. Okay. Es gibt hier ein paar Pokémon, die ich schon gesehen habe.
Aber was ist da ganz links oben? Warte mal. Das war doch... Dann kenne ich doch den Ruf. Oh, weiß nicht. Was war das? Xatu? Ein Xatu kann man hier fangen. Das ist auch sehr cool. Xatu Level 30. Überlebt es den Himmelsweger, dann fangen wir es. Wenn du mich flinchst, dann sage ich dir auch, dann... No. Die Hexen in diesem Spiel sind sowas von krass übel. Einfach nur. Es ist echt Wahnsinn, Wahnsinn-Zeiten, weißt du. Du bekommst einen Wunschstrom wie das erstes ab, das ist... Oh Gott. Schlag dich selber und ich flüchte. Danke. Oh, natürlich kommt jetzt erst der Wunschstrom an. Naja. Erstmal einen Ball werfen. Und vor allem meine Superballs und ich sehe gerade, mein Akku ist gerade leer fast. Das wäre nicht so cool. Egal. Falls ich die meisten fragen, was ich da schon wieder gerade gemacht habe. Erstmal hier den Stecker einstecken, bevor das Spiel ausgeht. So. Meine Güte, mir kommt vor, ich muss das jede zweite Aufnahme machen. Aber naja. Ich sage nur eins, Xatu, du gehst mir ordentlich auf den Sack gerade. Das heißt, ich werde mal zu Voltenso wechseln. Denn Voltenso kann dir mehr Schaden zufügen und du bist eh spezial defensiv, oder? Doppelter Konfusstrahl. Wie es einfach wissen würde. Okay. Okay. Erstmal paralysieren das Teil. Sage ich jetzt mal an. Okay. Komm, Voltenso, zeig mal deinen Bedroher. Und komm durch, Voltenso. Brav. Wenn es... Welcher Synchro? Genau, es macht nämlich nichts. Unheilböen. Es macht mir jetzt auch nichts. Die hören sich aber creepy an. Und der Ladungsstoß, wenn der nicht reicht, dann... Der wird wahrscheinlich reichen, oder? Ich meine, es ist ein Xatu. Ja, okay. Hätte auch sein können, hätte auch nicht sein können, aber naja. Ich habe es zumindest gesehen. Und besiegt. Ich wollte es eigentlich fangen, aber ich habe mir gedacht, mit Superbälle, das ist ein Team schon ganz arg verkrüppelt hier. Das war tatsächlich hier, die Trailerstellen. Okay, wo sie das gezeigt hier haben auch. Ach, cool. Na, warte mal. Hallo? Ist hier irgendwas? Ist die meine Grün. Ne, nicht das. Das. Ich verwechsel das immer. Okay, ist tatsächlich nichts. Okay. Okay. Boah, das wird jetzt. Alter, was höre ich da für Geräusche? Teilweise. Hallo, komm, springst du bitte rüber? Meine Güte. Da ist ein Megastein. Der Absolnit. Schau, schau, durch Zufall erstmal den Absolnit gefunden. Finde ich auch cool. Hätten wir prinzipiell auch aus unserem Unlicht-Pokémon nehmen können. Aber... Nee. Nee. Okay. Die Area ist richtig groß und ich muss schon wieder in diesen, meine Güte. Boah, hab ich die ganze Zeit fast...
fast niesen muss. Boah, wollte ich schon sagen. Dabei niese ich doch trotzdem. Da war was. Ein Sonderbonbon. Cool. Aber die Redesign der Safari-Zone gefällt mir auch. Und vor allen Dingen, weil sie keine... Ah, das war scheiße gerade von mir, weil ich den Ding hatte. Das hat auch richtig wehgetan, der Nisa. Überall. Ein Scaraborn. Das ist cool. Sehr schön, ja. Scaraborn weiß ich zumindest, wo ich jetzt fangen kann. Finde ich gut, finde ich sehr gut. Das werde ich mit Fliegen angreifen. Denn falls es denn das Fliegen überleben sollte, was ich nicht glaube, könnte ich es fangen. Aber nach dem Beulenhelm-Schaden hier, was es sich selbst gerade zufügt, glaube ich eher nicht dran. Außer Fliegen geht daneben, das wäre natürlich cool. Ich glaube, Zertrümmerer ist einfach auch getan. Wenn ich das gemacht hätte. Ja, das war klar, dass es reicht, wenn es Kampfkäfer ist, ne? Aber was will man machen? Panzer-Aeron Level Up, Level 33, das haben wir zumindest gebraucht, erstmal hier. Und es bleibt natürlich vorne wegen den KP. Weil die am schwächsten sind, weil ich den KP-Fable habe immer. Das war ein... Irgendein First-Gen-Pokémon. War das ein Kangama? Fragezeichen. Okay, ich komme da nicht durch. Okay, egal. Ich komme da nicht durch unter den Stangen. Anscheinend. Was ziemlich komisch ist. Ah, ich habe nichts dagegen. Okay. Und hier ist ein Top-Beleber. Wow. Okay. Wir haben zumindest mal das östlichste, westlichste Ende gefunden. Und hier komme ich auch nicht durch. Boah. Jetzt muss ich echt den ganzen Weg hier rumgehen. Wieder. Okay. Kein Ding. Für den King, ne? Den Curry King von Maika. What? Ja, dann gibt es auch bei uns in Österreich. Aber ich habe noch nie gekostet. Werde ich auch wahrscheinlich nie. So. Weil man da drüben nicht runter kann, was ich schade finde, komme ich auch nicht in dieses Gebiet hier rein in der Mitte. Und hier ist schon irgendwo wieder was. Und das passt so. Und... da war was. Okay, da drüben ist was im Eck wahrscheinlich. Na, schade. Schade! Okay, was haben wir denn hier? Enton, sorry. Wir haben keine Zeit für dich. Wir haben keine Zeit für dich, Enton. Bam, 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 do, du, Panzer, runden, do, du, Okay. Ich glaube, erstmal ist hier nichts. Es war ein Enter, was ich vorher gehört habe, oder? Ich glaube auch. Kangama? Na gut, es würde Sinn machen. Safari-Zone. Oder war das ein Chanaira? Wenn wir hier Chanaira fangen können. Ja, das war definitiv vorhin ein Enton. Boah, das wäre so cool, wenn wir hier Chanaira fangen könnten. Suchlevel 7. Okay, was sagst du? Na gut, okay. Anscheinend nix. Und in dem mittlere Ding komme ich nur rein mit einem Eilrad anscheinend. Also in das linke, weitere linke hier. Komme ich nur mit einem Einrad rein, wie es den Anschein hat. Und meine Güte, hier ist ganz schön viel los mit dem Kunstrad. Ich werde irgendwann eh wieder hierher kommen, aber trotzdem, meine Güte, ist hier viel los. Ich möchte jeden Winkel erfahren erstmal hier. Deswegen werde ich vielleicht eventuell direkt dann nach... da ist ein Item. Wahrscheinlich komme ich mit dem nur mit einem Eilrad hin.
Hat zumindest gerade das Gefühl. Ja, verdammt. Ich will dich haben. Item, ich will dich haben da oben. Verdammt. Naja, was soll's. Hier ist schon wieder so ein Spot, wo ich sage, könnt... hier liegt doch eh was. Calcium, okay. Wollte schon sagen hier. Wollte schon sagen. Okay, was gibt's denn alles für Pokémon? Ich habe das Gefühl, dass es ziemlich viele geben wird hier. Hier oben steht ein Typ noch. Hier komme ich anscheinend nur mit dem anderen Fahrrad hin. Was schade ist. Das Eilrad werde ich mir wahrscheinlich auch holen müssen. Denn ich glaube nicht, dass so viele Passagen noch kommen werden, wo wir das Kunstrad brauchen. Aus dem im Postgame dann wieder. Wenn wir dann alle Tames haben. Ich sage nur... Baumhausen City, die eine Route. Da hat man im Trailer gesehen, dass es noch ein Item hier gibt. Und hier ist noch eine Tame. Also man sieht, wie viel hier eigentlich drin ist. In der Safari-Zone. Und da ich die Safari-Zone auch nicht mehr kenne. Vom Aussehen her scheint das mir ein plausibler Spot zu sein, um vieles Zeug aufzubewahren. Und hier ist nix. Ich will dahin. Will dahin. Ah! Was gibt's denn hier noch? Hier kommt man auch nicht raus, was den Anschein hat. Was war das denn für ein Schrei schon wieder? Das wundere ich mich gerade. Manche Schreie kenne ich echt nicht auswendig, aber es schaut aus, als wenn es irgendein Pflanzen-Pokémon wäre. Roselia vielleicht. Donphan? Okay, das hätte ich jetzt nicht herausgekannt. Ich habe gedacht, es hört sich ein bisschen anders an, aber okay, Donphan mag ich sehr gerne. Das ist mein Lieblings-Pokémon aus der zweiten Generation nach Xerox. So. Nach Xerox. Mein Lieblings-Boden-Pokémon aus der zweiten. Ja, gut, ist nur eins, glaube ich. Überhaupt. Egal. Donphan. Irgendwie möchte ich es haben, aber irgendwie auch nicht. Ich habe einen Shiny Competitive Donphan und das sieht zu cool aus. Mich damals so gefreut, dass ich das gezüchtet habe. In Schwarz und Weiß. War mein erstes Brut-Shiny. Oder eines meiner ersten. Ich weiß nicht, ob es das erste war. Und deswegen fange ich prinzipiell jedes Donphan, das ich sehe. Weil Xerox kann man im Playthrough nicht so oft verwenden, da... Naja, man immer einen Tauschpartner braucht und ich den meistens nicht hatte, außer beim Competitive, dass ich mir, dass ich mir gezüchtet habe, zurückgeschreckt. Sehr schön. Und ich hoffe, dass Donphan bleibt jetzt im Ball dann. Denn paralysieren kann ich dich nicht, Donphan. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es nichts wird. Weil es jetzt schon wieder raus ist. Also, ja. Warum habe ich keine Safari-Bälle mehr? Warum haben sie, sind sie von dem wunderschönen... Ich gebe dir einfach Bälle und fang, was du kannst. System runtergegangen. Ich meine, es war zwar nervig mit den ganzen Sachen da, die random fliehen konnten, aber... Ich meine, es war die Safari-Zone, es hat einen gewissen Reiz. Schade irgendwie. Bei dem XY war nur die Freundes-Safari, was ein bisschen auch cool war, aber irgendwie langweilig. Donphans Lieblingsattacke ist es bald zusammengerollt mit voller Wucht gegen seine Gegner zu krachen. Wenn es erst einmal rollt, ist dieses Pokémon schwer aufzuhalten. Ja, wenn das Walzer ist für Donphan erfunden worden, mehr oder weniger, wie es ausschaut. Siehe Anime. Und natürlich für Miltank von der zweiten Gen. Ja, das haben wir noch alle in Erinnerung in der normalen Arena. Mhm. So, und auch in Glazed haben wir es gesehen. In der Top 4. Da war es ja auch so. Ne? Donphan haben wir also gefangen. Unser erstes Pokémon hier in der Safari-Zone. Okay. Ich komme hier runter anscheinend. Noch runter, ich war hier noch nicht. Oder wo bin ich jetzt eigentlich schon wieder? Ich bin verwirrt. Das war, glaube ich, irgendwas anderes. Aber wie ein Jonaira sich anhört, das weiß ich. Also, wenn ich vielleicht eins finden könnte, wäre super. Ich weiß nicht, ob es hier eins gibt. Aber ich nehme schon stark an. Weil, ich meine, Safari-Zone, Jonaira, so bindet man doch immer zusammen, oder? Okay. Hier scheint erstmal nichts zu sein noch.
Okay, okay. Das war wieder ein Donphan dann. Donphan hat ja coole Eggmove-Attacken, wie man weiß. Oder wie ich zumindest weiß. Nämlich Knuddler und Eisshard, also Eissplitter. Was auf meisten Competitive Sets auch drauf sind mit Erdbeben und Tarnstein. Tarnsteine, weil wegen Robustheit, weil man dann sicher zumindest die Steine rausbringt, und Turbodreher hat es entweder auch noch, meistens statt, kann auch sein, dass es Turbodreher hat, statt Knuddler. Ich möchte immer in das Englische sagen, und das war hier der falsche Weg, sehe ich gerade. Hier war ich schon. Komm. Komm da runter. Das Springen, das ist nur mir ein bisschen zu... Oh, nee. Danke. Danke. Tschüss, Pikachu. Ich brauche dich nicht unbedingt hier sehen. Das wollte ich nicht. Die Safari-Zone ist so klein. Ehrlich? Ehrlich? Ja gut, die war auch schon mal größer, ne? Aber trotzdem, hallo? Jetzt bin ich ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht, wenn ich habe die Größe in Erinnerung. Naja, schade. Schade. Schade, 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 sage ich da nur. Aber was soll's. Was soll's, ne? Und es noch zwei TMs drin und ich nicht bekommen konnte. Ich nehme mal an, ich komme nur mit einem Eilrad hin. Deshalb werde ich jetzt mal weitergehen Richtung Segrasulp City. Und dann erstmal gucken, wo ich hier rauskomme. Ich hole mir noch die Items. Ist hier noch der Trainer? Nee, der ist hier nicht mehr. Hier ist kein Trainer mehr drin in dem Gitter. Wahnsinn. Hier waren noch zwei, drei Gegner hier bei den Gittern. Okay. Und ich weiß hier, dass es hier auch Geister-Pokémon gibt. Und gegen dich muss ich kämpfen, gell? Ja. Das war klar, dass Pokéfans immer ein Pikachu haben. Ich habe ehrlich gesagt nichts dagegen, solange wir nicht doppelteam können, was ziemlich nervig ist. Schaflügel bitte. Ah, das ist nicht sehr effektiv. Naja, komm. Ja. Morabel, bitte. Ach ja, wir müssen ja noch dorthin und dahin gehen, fällt mir gerade auf. Aber das Einzige, was ich wirklich in Segrasulp City erstmal möchte, ist... Oh, aufzustocken wird auch schwer, denn... Der Rivalenkampf. Der auf uns wartet. Ja, das wird auch nichts werden. Ich glaube, einfach nur mal heilen und Altaria wiederholen. Das wird eher der wahrscheinlichere Weg sein in diesem Fall. Okay. Wir werden hier sehr lange rumgurken. Ne, ich wollte jetzt nicht... Ich wollte hier lang, bitteschön. Okay. Zerschneider. Gut. Und erstmal einen Leuchtstein finden. Ich habe gedacht, das ist erst der Funkelstein hier. In Alpha Saphir, aber es ist der Leuchtstein, der ist nicht gleichzusetzen mit dem Funkelstein. Was ich immer gedacht habe, ist leider nicht so. Und hier ist kein Trainer mehr. Okay, die haben hier die Trainer ja extrem weggenommen, hier auf dieser Route. Ist aber auch gut so. Denn wir sind jetzt in Segrasulp City und werden uns mal in der unteren Region hier durch umschauen. Denn oben möchte ich noch nicht hochgehen. Denn oben ist unser Rivalen-Battle und so weiter und so fort. Zwischen Moosbach und Xenero will, was ist das, Tiefe was? So, Höhlen. Das stimmt. Das ist gerne der Meeresboden. So viel habe ich zumindest gehört. Ja, das stimmt wohl. Dieses Spiel auf jeden Fall, denn die Unterwasserwelt hier ist ziemlich cool. War sie schon damals. Es war ziemlich beeindruckend und habe mir gewünscht, dass es immer so weitergehen wird und so weiter und so weiter und so weiter. Aber das war mehr oder weniger das einzige Spiel, das wirklich größere Unterwasserregionen beheimatet hat. Ich meine, da waren noch die paar Tauchspots in der fünften Gen. Oder in der vierten auch noch, wenn ich mich nicht täusche. Aber es waren so einzelne Spots nur, wo irgendwie... Zum Beispiel die Unterwasserruine im Schwarz und Weiß.
Die habe ich immer extrem geheimnisvoll gefunden. Ich habe mir gedacht, das erste Mal, wie ich die gefunden habe. What the fuck? Ist dein legendäres Pokémon unten? Oder nicht? Also, das war so ein schönes Momentchen, wo ich mir gedacht habe, okay, cool. Aber, naja. Erstmal Segasulp City hier erkunden. Habt ihr einen DS in der Hand oder einen Advance SP? Schaut nämlich fast danach aus. Okay, ich glaube, die haben eher einen DS in der Hand, weil er breiter ist. Als meine Frau Vierlinge zur Welt gebracht hat, war ich auf einmal ziemlich baff. Also zusammen spielen, sie macht mich richtig glücklich. Ja, das glaube ich. Ach du grüne Neune, du bist ganz alleine. Das ist dein Alter, das glaube ich mir, meine Kinder. Können bestimmt das ein oder andere Mal von dir lernen. Ich bin Sachen in Experten-Poke-Regel. Danke. Aber okay, das ist auch mal interessant zu wissen, dass hier die Poke-Regel-Expertin drin sitzt. Okay. Hier müsste nur der, unter Anführungszeichen nur der Hafen sein, okay. Aber hier schreit es doch schon wieder so nach verstecktes Item irgendwie, oder? Nee? Oh, schade. Jetzt bin ich aber ehrlich gesagt so ein bisschen enttäuscht. Ah, naja. Ich habe noch nicht viele versteckte Items in Städten gesehen. Okay. Okay, hier ist wo eins in der Nähe. Ha, ist wieder stehen geblieben. Okay, jetzt will ich hier nicht weiter. Okay, dann halt nicht. Dann kann ich halt nicht darunter mein Item abholen. Was haben wir hier? Motel. Wo das Segasulp wird. Boah. Der war echt nicht schlecht, aber flach bis zum geht nicht mehr. Okay, was haben wir hier? Wie bitte den Pokémon als Attraktion binden? Hab ich mir Gäste? Tut mir leid, ich bin so reingenommen. Vielleicht bleiben die Gäste aus. Ja. Anscheinend. Das ist ein schönes Hotelzimmer. Oder Motel. Oder was auch immer. Typische japanische Schlafmatratzen am Boden, ja. Aber es ist ein nettes Räumchen, muss ich schon sagen. Zwei große Räume. Ehrlich gesagt, schön. Ich würde gerne essen, aber hier sind vier Tische. Komisch, nur zwei Zimmer, aber vier Tische. Na gut, einen vielleicht fürs Personal. Aber vier? Naja, ich weiß nicht. Egal. Sowas frage ich mich immer eigentlich, komischerweise. Du lässt mich da nicht hoch. Okay. Das heißt, wir haben nur das hier, das Haus hier, das... Und der gibt mir was ganz Besonderes. Also, ich hab's jetzt nicht dabei, oder? Nee, hab ich nicht. Das heißt, ich muss erst das Pokémon wiederholen, dass ich das bekomme, was ich will. So. Und ich muss schon wieder niesen, meine Güte. Nein, ich niese jetzt nicht. Ich niese jetzt nicht. Das tut mir leid, das war notwendig, leider. So, okay, okay. Ich sag's dir, wie viele Pokémon-Arten es gibt. Es gibt 719 offizielle und 721 inoffizielle. So. Also, mit den inoffiziellen 721. Okay. Jetzt zeigen wir dem Typen das Pokémon, das er sehen will. Denn. Nein, habe ich jetzt wieder? Was? Bin ich jetzt ganz dämlich? Okay, ich dachte, ich habe gerade Altaria abgehoben, aber anscheinend nicht. Okay, dann mache ich das halt jetzt. So. Das war sehr komisch und ich wollte noch, bevor ich das wieder vergesse, ich schaue jetzt noch Donphan an, was der so viel Werte hat. Denn man weiß ja nie, Donphan ist immer cool und Donphan fange ich jedes Mal gern, wie gesagt. Gewissheit, Abschlag. Du kannst Abschlag lernen. Huh. Wusste ich gar nicht. Na, vielleicht habe ich das nie gewusst, weil es irgendwie relativ egal war. Aber Spezial... Verteidigung hoch, Geschwindigkeit runter, ist nicht die ganz optimale Natur für dich, aber trotzdem, Donphan ist Donphan. Zwei Unlichtattacken in dem Fall nur, aber ja.
dann fand er noch ein schönes zweites Moveset. So, auf jeden Fall, dann zeig mir das Pokémon. Gerne. Hier hast du es. Dachte ich mir doch, dass du es weißt. Altaria ist überhaupt nicht von schlechten Eltern. Rubex erhält den Altaria Need. Sehr schön. Das heißt, wir werden jetzt mal den Silk Scarf entfernen und den Altaria Need Altaria geben. Und das ist sehr schön. Und ich werde jetzt noch Kategorie ändern. Wir haben jetzt ein mega Altarium-Team. Finde ich zumindest sehr schön auch. Und das wollte ich nicht, verdammt. Ich habe gedacht, es ist oben. Naja, egal. Bist du etwa wirklich zum Einkauf hier? Anscheinend ja. Schönes Pokémon-Center. Ah, Pokémon-Center. Markt. Einkaufszentrum. Wie auch immer. Das Einkaufszentrum von Segasub City. Zieht Trainer magisch an. Da dachte ich, da ist es im Schatten da. Ah, ich rede schon wieder die Stimme nicht. Fällt mir gerade auf. Weil ich so lange nicht aufgenommen habe. Ich habe mir in Minecraft wieder jede Menge Puppen und Poster gekauft. Aber das heißt nicht, dass ich mein Training vernachlässigt habe. Seit dem letzten Training habe ich mir jede Menge neue Pokémon geschnappt. Wirklich? Was? Du glaubst mir nicht? Wie gemein. Aber ich mache mir ja so, ob du deine Pokémon ordentlich trainierst, dass du wächst. Lass uns in einen Kampf herausfinden. Gerne. Gerne, gerne, gerne. Und ich muss mal gucken hier, was hier so abgeht. Alter, meine... Okay. Schwalboss wird eingesetzt von Maike. Du hast ein Pokémon gefangen. Ich habe viel mehr Pokémon gefangen. Du hast ein neues Pokémon im Team. Gratulation. Level 37, das scheint in der Tat ein Problem zu sein. Deswegen werde ich gleich mal auf Himmelsweger gehen. Im Gewissen, dass Schwalboss mir nicht viel antun kann. Da ich ja Stahltyp bin. Teils natürlich nur. Und Schwalboss erlernt, glaube ich, keinen Move, der mich neutral trifft. Ich glaube, das macht ihm fast mehr Schaden, wenn er sich mit dem Beutelhelm angreift. Und das ist auch so, ja. Das sollte eigentlich reichen. Jawohl. Sehr schön. Und Himmelsjäger, sage ich. Himmelsjäger ist eine super Sache. Auf einem Panzeraron sehe ich gerade. Zumindest bei einem Playthrough. Mekago. Galaklade, würde ich sagen. Denn Nahkampf und ist gleich kurz Mekago, würde ich sagen. Weil Feuergestein, wenn ich mich nicht irre. Oder nur Feuer. Weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall, Nahkampf sollte es schwer einstecken. Ja. Weil ich sage, klar, es ist Feuergestein. Und Mekago ist damit down. Down. Wailord. Noctuska, bitte schön, dein Auftritt. Dein Auftritt. Und als letztes gegen dein Ass. Weiß ich schon, was ich einsetzen werde. Nietenranke, bitte. Wäre ganz nett, wenn du das einsetzt von Trainern. Es wird egal. Das würde mal wehtun, ne? Wollte ich gerade sagen, weil volle KP und so weiter. Und das reicht aber sogar schon. Wow, war ein Volltreffer. Es hat eine Chance, einen Volltreffer abzugeben und zu flinchen. Wow, das ist eigentlich eine coole Attacke, muss ich sagen. Noctuska reicht Level 35. Tiefschlag. Ja, bitte. Gegenstoß weg damit. Und Tiefschlag. Also Tiefschlag, Noctuska mit Schwertanz ist ein absolut super Sache. Und jetzt sehen wir gleich den ersten Auftritt von Mega Altaria. Wenn meine Nase aufhören zu jucken würde. Ich sag's euch, verschnupft zu sein, das hasse ich. Okay, Mega Entwicklung und Schallwelle. So. Schallwelle ist 90. Bekommt einen Step-Bonus durch... Ne, bekommt keinen Step-Bonus. Also bekommt erst den Pixelate-Bonus und dann noch Step-Bonus. Das heißt, hat die Stärke von 125 oder sowas dann. Und das ist wie sonst was. Und hier erstmal die Schallwellen-Power sieht man schon. Altaria, beziehungsweise Mega-Altaria haut ordentlich rein. Scanner, ehrlich jetzt. Naja, was soll's, ne? Was soll's, ne? Slam nochmal. Du triffst zweimal mit Slam. Mit einer Attacke, die fast keine Genauigkeit hat. Okay. Okay.
machst es halt, aber du bist besiegt. Geh Waldrollein. Und Mega Altaria bekommt noch ordentlich XP. Sehr schön. Altaria haut rein bis zum geht nicht mehr, finde ich gut. Ich kann mich noch gut auf unseren Kampf auf Route 103 erinnern, Hubex. Wenn wir damals nicht gegen keine Ahnung so gekämpft hätten, wärst du jetzt bestimmt nicht so stark. Das wollte ich nicht nur einmal gesagt haben. Ich denke nur noch langsam nach Wurzeln zurückzugehen. Ich habe inzwischen eine Anzahl an Pokémon gefangen und mein Rorodex gute Fortschritte. Möchte ich unbedingt meinem Papa zeigen. Nanu, hast du den Beutel gerade so gerade geleuchtet? Leuchten habe ich Meteorit neulich. Ach, was, egal. Vergiss es einfach, nicht so wichtig. Und was hast du vor, Hubex? Sammelst du Arena, damit du dann in der Pokémon-Liga versuchen kannst? Ja. Dann dachte ich mir es doch. Na, dann geh weiter voran, Jagd, und ich versuche, mein Pokémon-Dex zu vervollständigen. Na gut, ich gehe mir mal, mach's gut. Okay, da haben wir gegen einen massig unterlevelt. Gegen Maikes fast 40er-Team. Fast, naja, hohe 30er-Team gewonnen gegen mein niedrigeres 30er-Team. Wo das letzte Pokémon nicht mal so stark war wie das erste von Maike vom Level her. Naja. Mein Nase juckt, warum? Ah. Hoffentlich kommst du bald wieder. Klar. Aber ich werde mal die Folge beenden, mir ordentlich die Nase putzen. Und sehen uns dann das nächste Mal wieder. Wenn wir dann zum Pyroberg gehen und nochmal vielleicht in die Safari-Zone, wenn ich das Eilrad habe. Und bis dahin, spielt schon brav weiter.